Das ist ein Tutorial zum Spider-Control HMI Editor Version 8 zum Thema Login. Es geht um User, Passworte und der Verwaltung von Benutzerrechten. Grundsätzlich gilt, ein Benutzer bekommt ein User-Level, welcher in einer internen Container-Variable gespeichert wird. Abhängig von dieser Variable können HMI-Objekte sichtbar gemacht und oder auch schreibbar geschalten werden. Es gibt in Spider-Control zwei unterschiedliche Typen von Login-Makros. Erstens die einfache Variante, die bis zu 4 Passworte und deren User-Levels dazu im HMI speichert. Diese Benutzer können nur mit dem HMI-Editor geändert werden. Zweitens die serverbasierte Benutzerverwaltung, wo der Benutzername, das Passwort und der User-Level im SCADA-Server verschlüsselt gespeichert werden. Diese Funktionen sind daher nicht auf Embedded-Web-Servern von Drittherstellern, wie zum Beispiel auf der S7-1200 möglich. Die Benutzer können sowohl im HMI-Editor in einem Projekt angelegt, als auch später im SCADA-Server online im Browser verändert werden. Der Superuser muss dazu die Admin-Seiten des SCADA-Servers verwenden. Außerdem gibt es noch ein HMI-Makro, mit welchem ein Benutzer sein eigenes Passwort innerhalb der HMI-Applikation ändern kann. Schauen wir uns also zuerst die einfache Variante an, wo man die Passworte fix im HMI speichert. Bei diesem Control kann man eine Login-Seite machen. Wir legen eine neue Seite an und nennen die Login-Tag und editieren die Seite. Wir würden hier nun eben das Makro einfügen. Die Login-Makros sind hier. Wir nehmen das erste Login mit konstantem Passwort, fügen das ein. Geben hier die Passworte ein, also PW1 für User Level 1, PW2, PW3, PW4. Wir müssen hier auf den Update-Knopf drücken, damit diese Passworte dann als SA256 Hashcode im File gespeichert werden. Die sind also nicht plain lesbar. Der Container, den wir verwenden, hier ist User Level. Das lassen wir. Der Startbutton, der erscheint bei richtiger Eingabe, soll auf die erste Seite des HMI-Projektes zeigen, also SCADA Sample 1. Und Logout, falls man das denn braucht, würde wieder auf die Login-Seite zurückgehen. Schreiben wir da mal Login-Tag. Gut, und speichern das so. Auf der Startseite möchten wir den Hintergrund, also die Navigation, nicht haben. Das heißt, man kann hier nicht einfach, man muss hier ein richtiges Login haben, damit man weiterkommt. Wir gehen zur ersten Seite und fügen hier einmal ein Edit Field ein, damit wir uns den User Level auch anschauen können, damit wir sehen, welchen Wert, das wir erhalten haben beim Login. User Level und wir werden hier aus dieser Schaufensterbibliothek ein Edit Field nehmen, das halt eben bei User Level 0 ein Hide macht, bei Level 1 lesbar ist und bei Level 2 les- und schreibbar. Wir übernehmen dieses Objekt und fügen das hier ein. So. Und jetzt schicken wir, jetzt müssen wir noch schauen, dass die Startseite von dem Projekt auch wirklich auf die Login-Seite geht. So, und jetzt schicken wir das auf den Server. Machen ein Build All. Verbinden uns mit dem SCADA-Server, der sich lokal auf dem PC befindet. Treiberkonfigurationen sind schon geladen, beziehungsweise braucht es hier nicht. Dann laden wir diese Seite neu. Jetzt kommt die Login-Seite, ich gebe ein PW1, der Startknopf erscheint und ich komme auf die Startseite. Das heißt, User Level ist 1, Edit Field ist nicht editierbar. Ich lade das nochmal neu, gebe ein PW2, Startknopf erscheint und User Level ist 2 und ich bin jetzt eben auch editierbar. Dann schauen wir uns die zweite Variante an. Das heißt, man kann eben hier das Login verwenden, das das Passwort vom SCADA-Server verwendet. Wir fügen
dieses Control ein, hier gleich in diese bestehende Seite. Was es hier braucht, ist natürlich, dass wir in der Startpage hier unsere Benutzernamen und Passwort und den User-Level definieren. Also User 1 bekommt PW1, User 2 bekommt PW2 und User 3 bekommt PW3. Das wäre unsere Konfiguration. Wir in diesem Fall schalten noch um, dass jetzt in diesem zum Betrachten dieser Variante gleich die SCADA Sample, die Startseite, da erscheint. Wir schicken das Projekt auf den Server. Und laden das HMI neu. Das heißt, ich kann jetzt nun hier User 1 eingeben mit PW1 und er schaltet auf Level 1 und das Feld ist nicht editierbar. PW2, User 2 und PW2 schaltet uns auf 2 und das Feld wird editierbar. Ich füge auf dieser Seite jetzt noch das Makro hinzu, wo man ein bestehendes Passwort ändern kann. Das heißt, ich füge dieses Makro hinzu. Zeige mir wiederum den User Level an, damit wir das auch kontrollieren können, was da passiert. Wir schicken das Ganze auf den Server. Verbinden und Download. Laden das HMI neu. Gehen jetzt hier auf die zweite Seite. Das heißt, geben ein User 1, PW1. Passwort ist richtig. Das neue Passwort wäre jetzt PW111. PW111. Somit. Und wir haben jetzt das Passwort gewechselt. Das heißt, wenn ich neu einlogge, gebe ich an User 1 und jetzt brauche ich PW111. Hat funktioniert, wir sind User Level 1. Zuletzt zeige ich noch, wie man über den Browser diese Username-Passworte verändern kann. Dazu kommt man eigentlich auf diese Startseite, das heißt, wenn man einfach die IP-Adresse von dem Webserver eingibt, dann kommt man auf diese Seite. Man geht auf die Admin-Seite, da muss man sich gegebenenfalls einloggen mit Admin1234 als Default-Passwort und dann kann ich nun hier an derselben Stelle eigentlich auf dieselbe Art und Weise die Passworte bearbeiten. Wichtig ist, wenn ich hier auf dem SCADA-Server die PWs geändert habe und dann mit dem Editor wieder ein Setting drüber lade, dass die Änderungen, die man lokal gemacht hat, natürlich verloren gehen.